Ich will, dass wir in die nächste Welt kommen für den nächsten Part. Well, Sora, did you enjoy meeting your memories? Yeah, it was good to see everyone. But what do you really want from me? What do you have to give? Hello! What do you want? No hogging the hero. Then perhaps you'd like to test him. Perhaps I would. My show now, Keyblade Master. Who am I? Oh, my name's Axel. Got it memorized? Sure. Good. You're a quick learner. So, Sora, now that we're getting to know each other better... Okay, ich muss schneiden. Don't you go off and die on me now. Ich werde sozusagen noch den Boss geschnitten haben und das in einem anderen Part wieder reingemacht haben. Ja, damit konnte ich nicht rechnen, aber wenn, dann wollte ich das jetzt schon zum Abschluss haben. Gerne lange Part, der so lange wird schneiden. Und Feuer.
komm, tun wir nochmal ein paar P-Bonus erhöhen, so. Und jetzt werde ich mal ein paar Karten ausmerzen. Schon allein die schwachen Karten, die nerven mich. Ganz tierisch. Another one? What to do? Kind of looks like the card you used when you made Traverse Town. Then I guess we're gonna need it to keep going. That's right. Action! Did you really think after that introduction I would give up oh so easily? You were testing us. And you passed. Congratulations, Sora. You're ready now. Ready to take on Castle Oblivion. You will need to follow your memories. Trust what you remember and seek what you forget. Then you will find someone very special. You mean King Mickey and Riku? You will just have to give some more thought to who it is that's most important to you. Our most precious memories lie so deep within our hearts that they're out of reach. But I'm sure that you can find yours, Sora. Why me? You have lost sight of the light within the darkness, and it seems that you've forgotten that you forgot. The light within darkness? Would you like me to give you a hint? Sora, do you need it? I'm gonna figure it out for myself. If you're in my way... Don't worry, Sora. We'll protect you. Good answer. Just what I'd expect from the Keyblade Master. But be forewarned. When your sleeping memories awaken, you may no longer be who you are now. Jo, jetzt haben wir auf jeden Fall 5 Orte, die wir bereisen können. Nice. Aber erstmal, werde ich meine Sets prüfen, bearbeiten. Ich habe Feuer, ich habe Eis. Und ich habe Simba. Oh, ich habe sogar noch einen Trank. Zwischen den ganzen User-Karten muss ich natürlich noch starke Karten machen. Oh, ich hab das Set. Karten will ich dann verschwinden lassen. Ja, die 1. Die hat mich eh gestört. Stockt nachstocken Angriffskarten schnell nach. Nur Angriffskarten muss man merken. Das heißt, so ein Simba und Vita, Feuer und Eis, natürlich nicht. So, jetzt haben wir unser Set ein bisschen aufgepusht.
Betrittst du ein neues Stockwerk, werden alle generierten Räume gelöscht. Ja, ja. Finde ich aber gut so. What's wrong, Jiminy? Well, you see, what Axel said back there worries me. What could he have meant by, you may no longer be who you are? I may no longer be me. How can I be anyone else? Of course. Still, you can't be too careful. Yep. Feels like just about anything could happen here in Castle Oh, yeah. Now I remember. We'll be okay. Whatever it is they're cooking up, we'll be able to handle it together. Course we will. Like that creepy castle we explored together. The one with all those weird contraptions. When was that? I can't remember. What was it, Todd? Gorge. Oh, it was, Holler. Sorry, I can't remember. What? Stop goofing around. Goofy, sure you didn't make it up? I don't think so. Meinst du vielleicht Hollow Bastia? So langsam lassen die Erinnerungen unserer Leute nach. Und was ist das denn? Die wabernde Kugel vor Sova ist dein Weltentor. Du kannst dich frei zwischen Stockwerken teleportieren, die du bereits absolviert hast. Stell dich davon, Lava. Brauche ich nicht. So, dann nehme ich mal Speicher. Und dann werde ich den Part auch beenden. Im nächsten Part werden wir eine Stadt auf jeden Fall betreten. Ach, eine Stadt, sag ich schon. Eine Welt. Eine der vielen Welten. Die wir ja eh schon betreten haben. Aber die wir halt nochmal betreten müssen. Warum auch immer. Vielleicht um irgendwelche Erinnerungen, Freunde und sonstiges zu suchen. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.